Da bin ich wieder. Ich hoffe, ich habe jetzt mir hier alles rangeholt, was ich brauche. Und die Box ist mittlerweile trocken. Die ist auch schön, schön glatt. Da kann man gut drauf arbeiten. Ich habe jetzt hier die Reliefpaste und werde hier jetzt nochmal Wellenrauschen draufsetzen. Und das Boot kommt dann nachher hin. Also muss das jetzt hier so ein bisschen untereinander. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Muss wahrscheinlich in zwei Etappen. Und gucken, was es gerade ist. Jetzt hier schon wieder das Problem, dass man alleine ist und keine Hand von jemandem dazu hat. Schön vorsichtig, wenn man nur Teile machen möchte. Man könnte es, hätte es jetzt auch ein bisschen abkleben können. Aber ganz so schlau denken kann ich um die Uhrzeit auch nicht mehr. So. Haben wir schon mal Wellen. Am besten legt ihr euch Q-Tips. Die Ohrenstäbchen daneben, dann könnt ihr immer solche Kleinigkeiten noch wieder wegwischen. So, Madame Ungeduld würde jetzt hier gleich weitermachen, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir machen das Boot nachher hin, hier kommt Rauschen hin und dann könnt ihr jetzt, glaube ich, hier nochmal einen Seestern hin. Hier habe ich einen, an den ich gut rankomme. Das ist schön blau, da oben muss auch noch einer hin. So, das trocknet jetzt erstmal. Das lege ich da schon mal drauf. Und jetzt mache ich das mal schnell sauber. Gerade die Reliefpaste, die trocknet ziemlich schnell und fest darauf. Und wenn die erstmal drauf ist, dann habt ihr keine glatte Fläche mehr zum Arbeiten. Dann wird das alles ein bisschen schwierig. So, ich habe schon mal meine Heißklebepistole angemacht. Ja, die wird so langsam warm. Aber ich will euch noch mal was ganz Schnelles zeigen. Das fand ich so. Also, man weiß ja sowieso, dass man es machen kann, ja. Aber ganz ehrlich, ich habe es noch nie gemacht, weil ich immer nur mit Kerzengläsern so beschäftigt bin. Aber wenn man wirklich mal so ein Fest hat, wo man ganz, ganz viele Lichter braucht, kann man das super schön machen. Und zwar habe ich hier, schaut mal, mit einer Brottüte ganz einfach ein Licht. Hier steht auch ein Kerzenglas drin, das ist dann auch sicher. Und das ist oben einfach ein bisschen umgekrempelt. Dann nimmt er die ganz normalen Brottüten und jetzt achte ich aber darauf, dass ich nicht die Naht vorne habe, sondern dass ich das Glatte vorne habe. Und dann nehme ich mir die Schablone und was mache ich denn? Und zwar nehmt ihr euch diesen Blender, Farbverblender und ein blaues Stempelkissen. Da könnt ihr ja nehmen, was ihr möchtet. Dann mache ich hier einfach mal. Oh, da war, glaube ich, noch ein bisschen Weiß mit drauf. Ein paar Wellen. Der quietscht auch so schön hier. Seestern. Oh, obwohl der ist nachher nicht mehr zu sehen. Seestern. Dann mache ich nochmal hier diese Wellen.
Das ist auch was, was ihr total gut mit Kindern machen könnt. Da nehmt ihr vielleicht nicht eure besten Stempelkissen. Auf jeden Fall solltet ihr nicht verschiedene Stempelkissen auf den Tisch stellen. Sonst sind die nachher alle bunt. Sondern immer eins nach dem anderen. Und bei dem Farbverblender ist total toll, da könnt ihr die einfach abmachen und könnt dann einen neuen draufsetzen mit einer anderen Farbe. Also das ist wirklich richtig schön, um auch mit Kindern zu arbeiten. Die sind auch relativ stabil, die gehen jetzt von den Schablonen auch nicht so schnell kaputt. Ich habe noch gar keinen kaputt bekommen. Und manchmal ist bei diesen Fingerstupseln, die ribbeln sich sehr auf, wenn man über die Schablonen geht. So, jetzt haben wir das. Diese Schablone, deswegen ging das nämlich nicht, die habe ich versäumt sauber zu machen. Hier ist richtig schön weiße Outdoor drauf, aber die geht runter. Das muss ich nochmal mit warmem Wasser machen. So, dann nehmen wir. Das kann erstmal zu. Nehmen wir diese Schablone und jetzt hatte ich da eben auf meiner hatte ich einen Anker. Ach nein, jetzt ist mein Sch Ach doch nicht, mein Spachtel ist ja hier. Jetzt habe ich hier eine Dekorcreme. Ein Superblau. Und damit spachtel ich jetzt das Rot aus. Wenn ihr das mit Kindern macht, könnt ihr die ja auch mit einer dunkleren Farbe dann einfach das Rot austupfen lassen. Manchmal haben die auch Spaß dran, dann könnt ihr sie auch mit einem Bleistift das rumzeichnen lassen und ausmalen lassen. In so einem Butterbrotpapierpackung sind 60 Stück drin, dann habt ihr eine Weile Ruhe vor den Plagegeistern. So. Jetzt habe ich das Brot. In der Mitte ist es nicht so schön geworden, aber das ist egal. Das ist wirklich jetzt sowas, nicht unbedingt was zu verschenken, aber wenn man jetzt sagt, oh, wir haben ganz vergessen, wir brauchen ein bisschen ein paar Lichter, dann kann man so richtig schön da draußen einen Weg machen. Ja, wenn man so zu irgendwas hinführen will. Boah, das ist ein farbechtes Blau hier. Boah. Okay. Na gut, jetzt sieht es aus wie bei mir. Also dieses Blau sollte man unbedingt im Spülbecken abwaschen und nicht aus seiner Unterlage. Das wird hier auch gar nicht wirklich was. So. Nochmal mit Zebra hinterher und das war's. Oh Gott, weg. So, erstmal hier ein bisschen den Müll weg. Das machen wir auch gleich sauber. Und dann wollen wir unseren Sachen mal den letzten Schliff geben. So, und zwar habe ich hier so schöne Treibhölzer. Da könnt ihr auch einfach Stöckchen sammeln und die mal einfach mit weißer Kreidefarbe anmalen. Die Tüte müssen wir jetzt noch ein bisschen trocknen lassen. Zack. So. Meine Muscheln. Ich kippe das jetzt einfach mal aus hier. So, was hatten wir denn? Wir haben unser Glas hier. Dann nehme ich das mal raus. Und jetzt mittlerweile können wir es hinlegen. Und da kleben wir jetzt einfach hier. Oh, Vorsicht. Ich hätte ja so gerne meine Heißklebepistole ohne Kabel. Aber das scheint mir in Deutschland nicht möglich zu sein. Und noch eine kleine Muschel. Und noch eine kleine nach oben.
und schon reicht den Kleber an den Fingern. So, dann kommt da noch ein bisschen Band oben rum und dann hat man ratzfatz eine schöne Tischdeko. Ups. Na, da muss man schon ein bisschen großzügig sein und ein bisschen mehr rumwickeln. Gestaltet sich hier schwierig, das will dauernd runterfallen. Okay. Und also Jutebänder kann man auch nie genug haben. In verschiedenen Stärken. Ja. So. So, hier mache ich auch einfach nur einen Knoten rein und das reicht dann. In die Gläser macht immer am besten wirklich nochmal ein Kerzenglas rein und stellt nicht so ein Teelicht rein. Normalerweise sind die ja hitzebeständig. Also vor allen Dingen Marmeladengläser, weil da ist die Marmelade ja auch mal kochend reingekommen. Aber so ein Kerzenglas da drin nochmal ist besser. So, jetzt haben wir, habt ihr einmal die Version in Seegrün. Hier habe ich sogar noch so ein Stück hier Seeglas. Und einmal in Blau. So, dann, was haben wir noch? Um uns noch was drauf? Unser Eimer, hier, der Eimer. Der Eimer, da muss jetzt wirklich was rauf. Der mache ich jetzt einfach hier mal ein bisschen Kleber. Und was man noch machen kann, muss mal gucken, ob ich schnell genug bin. Jetzt einfach die noch heiße Klebe kann man noch mit Sand überschütten, dann hat man nämlich, sieht man nachher keinen Kleber, dann klebt da der Sand drauf, das finde ich eigentlich auch immer ganz gut, aber da müsste wirklich verdammt schnell sein, da war ich schon fast zu langsam eben und dann kommt hier, das sieht auch hier ein bisschen komisch aus, hier kann auch noch Muscheln hin, also ist so ein bisschen aus alten Gläsern und Dosen noch mal was Schönes zu machen. Wenn man natürlich, jetzt ist eine Motte hier, aber nicht der Hirschhornkäfer. Aber die Motte ist auch nicht schön. Okay, live seht ihr, live und in Farbe hier in meinem Tiergarten. So, also ihr seht, das ist nicht so schön, wenn man jetzt hier so eine Naht dazwischen hat. Ich zeige euch mal lieber mein fertiges. Das habe ich ein bisschen ordentlicher gemacht. Da hatte ich, glaube ich, auch einen größeren Beutel. Da ist einfach viel mehr Platz. Der Beutel, den ich jetzt hatte, der hatte nicht so viel Platz. Also mit Outdoor-Dekor und ein bisschen die Schablone verrücken, damit es so einen Schattenriss gibt. Und ich glaube, das sieht auch mit dem Seil irgendwie schöner aus. Und hier habe ich das aber mit dem Sand nicht gemacht. Den hatte ich nicht auf dem Tisch. Da solltet ihr vielleicht dran denken, eine kleine Schale Sand euch daneben zu stellen und dann gleich auf die noch heiße Heißklebe den Sand rüber zu streuen. Das sieht dann ein bisschen schöner aus. So, wir haben das, wir haben das. So wie wir eben die Tüte, die Lichttüte gemacht haben, kann man auch eine Karte machen. Das hatten wir da noch gemacht. Auch einfach ganz leicht die Wörter einfach nur durchgetupft mit ganz, ganz wenig Farbe drauf und den Anker dann mit ein bisschen mehr Stempelfarbe
und auch ein bisschen Juteband drumherum, einen kleinen Anhänger dran als Karte. Das ist eigentlich diese für einen Impfausweis, aber wie gesagt, da bin ich noch nicht ganz einig mit. Das ist mit Strukturgel übermalt, um das ein bisschen wasserfester und grifffester zu machen. Aber auch jetzt noch nach, ich weiß nicht, ist bestimmt schon fast eine Woche oder 10 Tage sogar her, habe ich das Gefühl, das ist klebrig. Also das kann ich jetzt nicht, noch nicht so wirklich empfehlen. Aber die Idee, einen Impfausweis zu machen, die finde ich ganz gut. Mal schauen, ob ich da noch mal was draus mache. Schön viel Sand habe ich jetzt hier auf meinem... Oha. So. Jetzt gucken wir mal, ob das hier schon trocken ist. Ja. Dann können wir hier das Rauschen noch draufschreiben. Das ist jetzt aber wirklich schnell getrocknet. Und jetzt mache ich mir mal ausreichend von der Paste drauf. Und... Wellen. Ich gehe ein bisschen weiter nach vorne, weil das Schiff ja da noch mit drauf soll. Darf ruhig nachher ein bisschen rüberhängen. Und schön vorsichtig ausspachteln. Vorsichtig ist gut. Und dann komme ich immer. Ja. Es ist ein wenig unter erschwerten Bedingungen hier. So. Okay. Tada! Oh, das ist jetzt wirklich schön geworden. So. Gucken, ob unsere Lichttüte nachher auch so schnell trocken ist. Also das mit den Feuchttüchern erleichtert die Arbeit ungemein, ne? Dass man nicht immer gleich aufspringen muss. Das finde ich jetzt echt ganz gut. Ist natürlich jetzt, glaube ich, nicht ganz so umweltfreundlich. Darüber mag ich jetzt gerade gar nicht nachdenken. Ansonsten müsste man sich lauter kleine Lappen schon mal im Vorfeld nass machen, die man dann benutzen kann. Ist vielleicht auch eine Idee. So, dann haben wir das Boot. Da mache ich jetzt einfach auch ein bisschen Heißkleber drauf. Das ist ja wohl mal ganz niedlich jetzt hier. Und mal gucken. Noch hier ein Stöckchen. Ja. Kleiner wäre schöner, aber haben wir nicht. So. Und dann kann man hier mal gucken. Hier ist ja nicht so viel Platz mehr. Eine kleine Muschel noch hin. Oder sowas hier. Die finde ich auch schön. So. Und noch eine ganz winzige. Ich bin mit meiner Freundin letztes Jahr in Ahlbeck. Haben wir erstmal ganz viele winzige Muscheln gesammelt. Ich bin ganz schön hier aus dem Bild geraten. Okay, ich hoffe, ihr habt alles noch gesehen. So, und ich glaube, da muss noch ein ganz kleiner Seestern mit drauf. Hier sind leider immer schon so viele kaputt drin. Gar nicht so einfach da einen zu finden. So. Und hier hin. So. Und schaut mal, schöne Kiste geworden ist. Das kann man auch schön als Geschenkebox nehmen. Also natürlich nicht, wenn man hier drin so geschmuddelt hat wie ich.
Das muss ich gleich noch mal bemalen in. Das kann ich ja so nicht lassen. Aber das ist richtig schön geworden. Das gefällt mir. Das ist wieder so was Kleines, was ich schön finde. So. Haben wir noch was? Ja, die Tüte. Mal gucken. Ah ja, das ist noch nicht so ganz trocken. Aber die bauscht man dann einfach auf. Und da muss dann natürlich auch unbedingt ein Kerzenglas rein. Und den oberen Rand, den kann man ganz, ganz vorsichtig umkrempeln. Ja, ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt gerade nicht so eine super Idee, weil das noch nicht ganz trocken ist vorne. So. Man könnte da wirklich ganz schnell, wenn er jetzt nicht die Paste nimmt, sondern einfach nur noch mal eine andere Farbe Stempelkissen und dann dunkler durchstempeln. So, einfach hier einmal durch. So. Stellen wir jetzt da einfach mal ein Glas rein. Und dann kann man nämlich da vielleicht auch noch ein Stück Band rum machen. Wobei, wenn ich jetzt so ganz, ganz viele machen würde, würde ich mir, glaube ich, die Arbeit gar nicht machen und da noch ein Band rum machen. Das ist ja auch was, was nach einer Party wahrscheinlich doch nicht überleben wird. Aber es ist einfach ein wirklich, was er auch wirklich ganz schnell mal aus dem Hut zaubern können, wenn er in den Ferien mit den Kindern da sitzt und die Langeweile haben. Da könnt ihr bestimmt schnell sowas mal machen. Davon abgesehen macht mir das auch Spaß, also nicht nur für Kinder. Man kann sich verkünsteln, ja, also natürlich. Ich glaube, das passiert jetzt hier auch gleich. Mit dem Band kann man das noch so ein bisschen zubinden, dann sieht es so ein bisschen aus wie so ein Sack. Und da kann man natürlich jetzt auch noch was rankleben. Ich glaube, da muss jetzt auch tatsächlich noch mal ein Seesternband ans Boot. Zack. Und vielleicht noch eine Muschel. Eine, wo man viele von hat. Man muss sich immer einmal verbrennen mit dieser blöden Heißklebepistole, oder? Es geht nie ganz ohne. So, man könnte jetzt noch ein Etikett da ranhängen, noch irgendwas ranschreiben. Also ist schon schön. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das für euch auch noch mal umdrehen kann, damit ihr das sehen könnt. So. Und Ich sehe selber gar nichts hier, bin so geblendet. Seht ihr, dann haben wir hier das Boot drauf, noch einen kleinen Seestern, könnte man jetzt noch ein bisschen verfeinern. Und hier ist meine andere Version mit dem Anker. Da habe ich noch gar nichts weiter gemacht, aber wie gesagt, das ging da auch so schnell, ratzfatz, musste man da seine Sachen schnell hinzaubern. Und für Dekoration blieb da eigentlich gar keine Zeit. Das musste man dann hinterher machen. So, jetzt schieben wir hier nochmal alles beiseite. Hohoho. Ja, habe ich wieder jetzt schön was aufzuräumen. So, wir haben einmal haben wir eine Dose mit Stoff bezogen, aber ich zeig mal lieber die schöne. Die auch ein Ding, ne? Das erste, was man macht, ist schöner als das zweite. Dann haben wir mit der Outdoor-Dekor und einfach mit dem Schaschlikspieß ein bisschen
Kringel reingemalt und das leuchtet dann auch schön durch, wenn die Kerze an ist, wenn es dunkel ist. Dann haben wir hier eine wunderschöne Box. Das ist wieder hier so ganz meins. Diese Box ist wieder was. Dann habe ich euch das gezeigt mit den, ja, es passt jetzt farblich nicht, mit den Augen und mit dem Glitzer und dem Goni-Dekor. Ganz schnell Gläser. Hier bin ich gegengekommen, Madame Ungeduld. So, da muss auch noch ein bisschen was gemacht werden. Und da haben wir dann diese Lichttüte noch. So, das ist alles mit dem Set und ein paar Farben von Gonis. Viele von euch haben ja schon ein paar Sachen. Und ich glaube, ihr könnt auch mit dem, was ihr habt, schon was arbeiten, wenn ihr die Schablonen haben möchtet und die kleinen MDF-Teile dazu. Dann schreibt mir ganz schnell, dass ich euch das bestellen kann, damit ihr das auch bekommt. So, jetzt schicke ich ganz schnell das Video raus. Vielleicht sind noch ein paar von euch wach. Gute Nacht!